Hallo und herzlich willkommen zu Tag 7 des Disney December. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und jetzt sind wir beim Game von Crystal Dynamics. Und zwar Disneys 102 Dalmatiner Puppies to the Rescue. Ja, zu den 101 Dalmatiner gab es natürlich auch eine Fortsetzung. Das habt ihr ja wohl so erwartet, ne? Ja, und ich muss jetzt gestehen, ich bin eigentlich sonst kein Fan von diesen ganzen Animal-Disney-Gedönse, aber die 101 Dalmatiner sind richtig, richtig, richtig gut. Originalgeschichte von 1956 von Donald Smith. Er hat sozusagen die Geschichte über seinen eigenen Hund gemacht. Und ich glaube, das sind jetzt die Frieder Typen aus dem Sequel, glaube ich. Ja. Der Film von 1961, klar, und ist eigentlich auch heute noch ansehbar. Natürlich allein wegen Cruella und anderen Sachen und den Songs, also das passt schon, das funktioniert hier noch. Und jetzt vielleicht haben wir so ein typisches Jump'n'Run, aber ich werde jetzt mal eben kurz noch mal ein bisschen durchgehen. Das Sequel, weil es gab dann 101.2 dann auch noch irgendwie, das war dann in der deutschen tollen Übersetzung auf kleinen Pfoten zum großen Star. Totaler Scheiß. Geht's irgendwie Superheld-Hund und hast du nicht gesehen und will sich was... Oh, ganz schlimm. Ja, was ihr wahrscheinlich auch kennt von 1996, der Realfilm natürlich mit Glenn Close. Ja. Und ganz lustig, da spielte in dem Film noch jemand mit, den man sicherlich aus Ärzte-Serien kennt. Oder aus einer Arzt-Serie. Aus einer vielleicht ein bisschen ungewöhnlichen und deswegen auch Gott sei Dank auch etwas besseren. Der war da auch schon. So. Dann zeige ich euch mal diesen Hüpfen und Springen auf dem Game Boy Color. Das ist also noch kein Advance Game. Dafür sieht es eigentlich recht gut aus. Es steuert sich auch vollkommen okay, das muss man sagen. Gut. Ist jetzt auch nicht so schwierig, was zu machen. Das war natürlich toll, was ich da gemacht habe. So, erstmal Knochen einsammeln. Naja, klar, der alte Knochen sammelt die Knochen ein. Was ein bisschen ganz interessant ist, ich zeige euch das mal. Das ist, wenn man jetzt irgendwie hin und her geht, ihr müsst wirklich view-technisch in Richtung eures Feindes sein, sonst trefft er nicht. Das ist ein bisschen nervig, aber nun gut. Sagen wir mal, es ist eine dieser vielen Lizenzperlen. Aber es ist jetzt nicht Grottenmist. Also das muss man auch sagen. Also da habe ich in meinem Leben schon schlechtere Plattformer gespielt. Richtig schlechte. Nein! 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 Was mache ich hier? Aber ist geil, ne? Hier. Der Powerbark. Hier. Superbellen. Oh. Da wird so, glaube ich, war das Super Doc bei Superman? Ich glaube, der hieß so, ne? Ich glaube, der wird dann auch richtig neidisch. Ja, das können halt nur Dalmatiner oder eben die Dalmatiner bei Nintendo Dogs. Das gibt's ja auch noch. So, ich will aber eigentlich, ich glaube, ich weiß noch, wo das ist. Da ist es nicht. Natürlich, wer den Film nicht kennt, was ich nicht glaube, weil den kennt eigentlich jeder, da ist der Schlüssel, danke. Jetzt kann man nämlich endlich die Tore öffnen. Die gute Cruella will ja aus den Dalmatinern einen, ja, sag mal, einen Pelztrend machen. Kann man ja mal machen. Ja. Mein Gott. Ist ja nur ein Hund, ne? Befreien wir ihn von diesem Hundeleben. Und das ist schon nice. Also es ist schon gut gemacht. Ah, weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Wahrscheinlich ist der Hinweis 7 höchstwahrscheinlich so, dass wir auch 7 brauchen, damit da was passiert. Na naja, gut. Wir retten ja alle. Da haben wir ja totalen OCD. Das gehört ja so, wir sind Gamer. Wir retten sie alle, ob sie wollen oder nicht. Ja, aber wie schon es geht. Ne? Das geht in Ordnung und ich glaube, das Ding kriegt ja auch für 2-3 Euro. Das ist okay. Ich weiß ja, es gibt mittlerweile genug Leute, die auch für einen Gameboy sammeln. Es lohnt sich ja auch preislich, das muss man dazu sagen. Ne? Es ist jetzt auch
nicht unbedingt ein Handheld, wo du dich total verspekulieren musst. Auch das ist etwas, was ich immer wieder gerne höre. Ich meine, da gehen wir jetzt ein bisschen zwar vom Disney-Thema weg, aber das muss ich vielleicht doch nochmal anfangen, irgendwie auch mal durch den Äther hauen. Ihr müsst nicht alle Preise mitmachen. Ihr seid dann zu nicht gezwungen. Ne? Also ist keiner, wenn ihr sagt, das ist zu teuer, dann kauft es nicht. Fertig. Wenn irgendeiner da was für mich jeden Preis der Welt bezahlt, mein Segen hat er. Ich würde es nicht tun. Das ist ja Quatsch. Wenn du dir keinen Porsche leisten kannst, warum kaufst du einen? Also, gut, die meisten kaufen eben aus dem Grund, um was zu kompensieren, aber... So. Haben wir Level geschafft. Super, hier, komm. Ganz umsonst kriegt ihr von mir ein Passwort. So, Basement. Ja, wie ich barken kann, wie ich bellen kann, das habe ich schon rausgefunden. Bäh, ups. Jetzt mal wieder orientieren, was das für eine tolle Stage ist. Ja, und so bleibt das auch, ne? Aber, wie schon gesagt, also, ich finde es nicht total grottenkacke. Ich finde es wirklich, es ist wieder dieses Spiel, was man zocken kann. Ne? Was man, wenn man es irgendwo auf dem Flohmarkt findet, auch gerne mal wahrscheinlich auch mal länger als 10 Minuten anprobiert. Ist ja irgendwie so unspielbar, weil, also die Sprungphysik ist gar nicht schlecht. Ihr seht auch, man kann auch da relativ gut reagieren. Das Einzige ist irgendwie schon dieses hier mit dem Barken, da müsst ihr aufpassen, ihr müsst wirklich euren Gegner ansehen, sonst kriegt ihr jedes Mal Treffer. Und das ist dann auch nicht so klasse. So, ist hier noch gut. Ein Schlüssel nämlich gern. Aber der ist natürlich bestimmt nicht unten. Also wahrscheinlich wäre irgendwo ganz geheimnisvoll versteckt. Aber das kriegen wir auch hin. Wir finden alles. Das ist ja schließlich ein Hund. Jeder Hund hat seinen Tag oder so ähnlich. So. Achso, okay. Wollte schon sagen. Yes! So, Nummer 1 gerettet. Oh, wir haben einen Schlüssel. Wir können anfangen. Da ist noch ein Knochen. Ja, ich glaube, den weiche ich mal besser aus. So, immer da hinten. Das ist wahrscheinlich irgendwie eine böse Killerkatze oder die böse Schwingschwester von Hello Kitty oder so. Oder Garfield, wenn man ihm die Lasagne klaut. Auch keine gute Idee. Das räumen wir doch mal ab. Eine Minimap wäre natürlich auch noch schön, aber war damals ja auch nie so üblich, ne? Das muss man ja auch sagen. Mal hier. So. Jetzt noch weiter. Das ist ja, ein Lift. Da konnten wir nicht mehr viel machen. Okay, das ist abgeräumt, aber da haben wir auch noch das. So, wo haben wir denn noch 4? Ich sollte natürlich auch möglichst auf die Feinde drauf springen, weil ich denke, es ist hier ein Mario-Game. Da ist noch eine Tür, das ist gut. Also hier war ich noch nicht. Mal gucken, wenn ich nach oben gehe. Ich gehe mal noch komplett nach oben. Wundert euch nicht über das Flackern, das ist im Original nicht so, das kann ich euch sagen. Das scheint wieder, naja, wieder ein wenig Kompatibilitätsprobleme zu sein. Da ist auch noch was, das nehme ich auch noch mal mit. Noch 2. Da müssten die ja eigentlich theoretisch recht sein. Eigentlich. Fall, wo sollen sie sonst sein? Toll. Okay. Jetzt beantworte meine Frage. Das war nicht. So, hier ist der Schlüssel. Hier habe ich alles abgeräumt, ne? Ja. Was ganz lustig ist, zeige ich euch mal eben. Paused. Steht ihr?
Paw? Pfote? Hm? Hm? Ja, ich fand das lustig. Wahrscheinlich gibt es da jetzt eine Menge Leute, die sagen, hä? Das ist schon ein riesen Gag-Feuerwerk. Naja, aber wenn ihr das irgendwo findet, nehmt's mit. Das ist nice. Oder was heißt nice, sagen wir mal, es ist auf jeden Fall so, dass man damit auf jeden Fall ein paar Minuten Spaß haben kann. So. Jetzt will ich doch wissen, ob da noch was ist. Nee, ist es nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte da drauf. Da ist irgendwas. Das kann ja eigentlich nur diese mittlere Plattform sein. Woran ist also sonst sein? So. Okay, den hatten wir noch nicht. Den haben wir jetzt. Okay, da ist nichts. Das ist grundsätzlich doof. Also hier ist dann schon mal nicht. Okay. Habe ich auch alles schon abgeräumt, ne? Genau, da ging es zum Schlüssel. Aber da kann es also auch nicht sein. Was ist da denn noch? Da habe ich alles abgeräumt. Den gucken wir nochmal. Da. Spannend, spannend, spannend. Yes! Das ist ja wohl mein. Geschafft! So, komm. Machen wir nochmal kurz ein paar Minuten. Den Level auch noch. Coole Musik! So. Was ist denn da unten? Komisches Spielzeugsoldat, das ist ja. Das wird ganz interessant. Wo ist der Schlüssel? Ist er nicht. Okay, da ist... Hey! Was war denn? Da kommst du da hoch. Das war gut. So, erstmal alles abräumen, dass ich so schnell hin kann. Fangen wir unten an. Da. Ich muss da mal hin. Und einmal über den Weg. So, wunderbar. So, das war Nummer 4. Das geht ja super schnell. Kann ich nach unten gucken? Nein, kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob da noch unten was ist. Das kann ich ja eben so mal direkt mal gucken. Nein, ist nicht. Also von der Theorie müsste ich jetzt eigentlich alles abgeräumt haben. So, gucken wir uns mal diese Plattform an. Die linst uns ja bestimmt nicht ohne Grund so an. Ah. Okay, aber nur ein Knochen. Da ist gar nichts. Das ist auch nicht. Da ist auch nochmal ein Knochen. So, schön. Wahrscheinlich bleib ich doch mal oben. Nein! Natürlich. Schreibt jetzt in die Kommentare doofe Schwerkraft. Wahrscheinlich antwortet als einziger Harald Lesch, nein, die Schwerkraft ist wichtig. Schreib ich, der einzige gute Wissenschaftler ist Erich von Däniken. Okay, jetzt wahrscheinlich mein Kanal gesperrt, aber es ist. Das ist mir diesen Gag wert! So. Schön! Poh. Da kann man wahrscheinlich locker ein Walkthrough machen. So, gucken wir nochmal in die Cafeteria. Work harder! Das trifft doch schon mal. Gag, eat faster. Geil. Schön. Ja gut, das ist lustig. Ja gut, mit diesen
netten Level möchte ich es dann auch beenden. Das ist also hier das Game zu 102 Dalmatinern auf dem Game Boy Color. Kriegt ihr mit Sicherheit nachgeschmissen. Und dafür ist das okay. Ist wirklich ein solider Plattformer und ihr seht, gute Controls mit ein bisschen nett aufbereitete Grafik und ein bisschen netten Sound reicht, damit das ein tolles Gameboy-Ding ist. Und das ist wirklich okay. So, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.